Guten Morgen, liebe Gattel- und Werkel-Fans. Wir haben ja gestern unseren Palettenkomposter angefangen. Da haben wir es abbrechen, ich habe zu wenig Material mitgehabt. Und außerdem ist heute die Chefin da und kontrolliert, wo ich die Blumen hingesetzt habe. Weil sobald Blumen am Grund stehen, ist das schon das Thema. Ich zeige euch das. Eigentlich wollte mir nur wegen dem Kompostbredel reinkommen. Fangen wir nicht schon wieder das lockere Zankeln an. Weil die Blumenchefin bin nämlich ich. Ja, aber bis jetzt waren halt noch keine Blumen herin. Ja. Das hat sich aber die Wochen schlagartig geändert. Ja, die Welt ist im Wandel. Ein Ring, der sie alle knechtet. Wir haben da nämlich bei unserem Haselnussbusch eine Wildrausen gefunden. Und wenn das die gleiche ist, die was der Nachbar drüben bei seinen Duien drinnen gehabt hat, dann ist das eine rosarote, ungefüllte und ein wunderbares Bienenfutter. Und die schauen wir jetzt da, dass wir die über unseren Haselnussbuschen drüber ranken lassen und den Busch selber eigentlich nur als Trägergerüst, sprich Klettergerüst für die Wildrausen hernehmen. Der Haselnussbusch gehört noch ausgelichtet und ein bisschen verjüngt, weil da ist leider jahrelang nichts da waren. Und dann schauen wir, dass wir eine wunderschöne Blütenkrone verpassen für nächstes Jahr. Bei dreien tut sie nämlich schon. Wir haben ja da ein paar so wild aufgegangene Haselnussgestauder. Nachdem die nicht gar so hagelig sind und überall wachsen und für die meisten Leute ein Ärgernis sind, ein Unkraut, für uns nicht, wir sind froh, dass wir was haben. Wir werden die schauen, dass wir die als kleine Buschen dabei gehalten und wenn es zu viel sind, schneiden wir es an. Wir stutzen einfach einmal so 30-40 cm ein, die Triebe, die heuer gewachsen sind, und dann passt es. Das kommt nicht mehr raus, wenn wir nur einmal kurz auf Besuch sind. Es ist eine Gärtnerkrankheit, glaube ich. Passt, oder? Und jetzt, wo wir unseren Haselnussbuschen ausgerichtet haben, werden wir die Rosen zubinden, wo sie frei steht, nicht vom Wind umgeschmissen wird. Weil das ganze Zeug da müssen wir jetzt auch weg tun. Weil sonst tut sich der Fritz wieder so schwer. Ah ja, und übrigens, wenn ihr wissen wollt, wer der Fritz ist, müsst ihr draufbleiben. Weil das ist nämlich eine andere Geschichte. Ah, übrigens. Und über Abo würden wir uns auch freuen. Und dann bleibt sie immer am Laufenden. Wo wir jetzt gerade den Haselnussstrauch abgeschnitten haben, sind einjährige junge Triebe. Daraus werden wir ganz einfach wilde Stecklinge machen. Wir machen das meistens so, wir schneiden einfach so auf 30-40 cm Stickeln, stecken das gute 15 cm in die Erde rein, 3-4 auf einmal und losen die einfach. Stutzen die dann ein bisschen ein, dann die Platteln runter und normalerweise gehen vor dem Büschel 3-4-5 Stecklinge, geht einer auf oder zwei, je nachdem wie hart das der Winter war und wie feucht das der Boden ist. Und dann haben wir schon wieder einen kleinen Strauch. Und ich weiß jetzt, schreibt sicher in die Kommentare, ja, Haselnuss, Fuß wuchert und so weiter und so fort. Wir sind froh, dass wir das haben. Unsere Vögel da, oder, sind auch froh, weil die haben einen Nistplatz und die Eichhörnchen, wir haben ein Hauseichhörnchen, das ist der Heinzi, der ist auch froh. Bevor es die Stecklinge rein tat, Heinzi? Naja, wie soll denn sonst heißen? Eichhörnchen heißt nie Heinzi. Sondern? Aber nicht Hansi. Wir haben auf alle Fälle ein Hauseichhörnchen. Der ist recht zutraulich. Hat sich gestern schon Nussen geholt. In unserem großen
Haselnussstrauch, brüten die Vögel drinnen, das passt. Wir reißen einmal alle Bladl runter, Steckling rein, wir haben da so ein bisschen mehr wie einen Meter sind wir vom nächsten Busch weg. Schneide das Ding dann einmal so auf 30-40 cm an. Der wird gut einmal 20 cm in die Erde reingesteckt. Wenn ein Blattl um sind, wir schneiden die Blattl in die Hüften weg. Man verdunstet weniger und die haben einfach mehr Überlebenschancen. Die Haselnuss sind eh so unkompliziert. Uns da interessieren, wie ihr das macht. Schreibt uns einfach in die Kommentare rein, wie ihr so Stecklinge macht. Wir machen es so und haben damit gute Erfahrungen gemacht und kosten tut es auch nichts. Das sind jetzt die ganzen Haselnussstecken, die wir gerade vorher angeschnitten haben. Die werden wir jetzt entlauben. Und die Stecken, die halbwegs groß sind, die werden wir einfach irgendwo im Garten benutzen. Zum Aufspalieren oder einfach zur Stütze von Blumen, Gräsern, Gemüse. Überall universell einsetzbar. Und aus dem ganzen Laubhaufen, der was dann überbleibt, da werden wir einfach ein Igelhaus bauen, dass wir da herinnen in den Garten Nützlinge reinkriegen. Wir schneiden einfach das ganze Grünzeug, was dann bei den Stecken überbleibt, halbwegs klein, dass das ein schöner, luftiger Haufen wird, wo er sich unterhalb dann so eine kleine Nisthöhle bauen kann. Der frisst uns nämlich die Eier von den roten Schnecken. Deswegen wollen wir probieren, dass wir Igel zu unserem Garten bringen. Zum Thema Natur im Garten noch einmal. Auf die Plaketten spitzen wir schon länger. Wir gärtnern seit Jahren biologisch, machen uns den Dünger selber, Brennnesseljauchen, Beinwelllauchen, düngen nur mit einem eigenen Kompost, haben unsere eigene Erden. Und ich glaube, wir sind dahin am besten Weg, dass wir uns die Plaketten holen können. Das heißt, wir werden uns melden. Wir haben da unseren Weißdorn. Den werden wir heute auch gleich mit auslichten, der ist eh relativ schnittverträglich. Der hat Beeren an, das sind ja eigentlich keine Beeren, sind ja Mini-Äpfel. Die lassen wir um für die Vögel. Der hat ja, 6-7 cm lange Dornen und mit den Stoffhandschen ist das gar nichts. Normal brauchst du Lederhandschen. Wenn es da der eine haut, danke, ist der Tag schon gelaufen. Auf alle Fälle werden wir den ein bisschen oberschneiden, den werden wir ungefähr da werden wir kappen. Der sollte normalerweise im Frühjahr ist einer von den ersten, der kommt. Nachdem ich so in die Dornen gegriffen habe, wird der einfach zu Fleiß ein Stück runtergeschnitten. Weil der Gärtner hat die Macht. Ich glaube, das hat er jetzt Fleiß gemacht jetzt. Ja, ein bisschen gleich putzen tun wir noch, nachdem der hinten nie ein Licht gehabt hat, weil ja die großen Tuien da waren, werden wir die Äste ein bisschen formen, die werden wir zum Zaun zubinden und dann kann er sich schön ausbraten und wird ein richtig schöner Solitärstrauch. Was haben wir eigentlich heute vorgehabt? Nix, Kontrolle. Aus unserem Kontrollausflug ist ein bisschen mehr geworden. Wir haben unseren Haselnussbusch abgeschnitten, wir haben Weißdorn zurückgestutzt, wir haben Material für einen Igelhaufen gesammelt. So, und jetzt sind 4 Stunden vorbei. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir uns zum Ofen machen, lasst ein Abo da und dann bleibt es immer am Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Viert Gott.